Okay, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile zweiten Folge von Bits That Byte, die relevantesten Themen des Informationszeitalters. Ich begrüße den René Pfeiffer, der uns über die Hiobsbotschaft des Jahrzehnts wahrscheinlich erzählen wird. Also mich hat das effektiv gepackt. Und ich freue mich wahnsinnig und ich weiß, wir haben heute eine harte Konkurrenz. Nicht nur das schöne Wetter, sondern angeblich spielt auch irgendjemand Fußball. habe ich gehört. Und ich freue mich, dass sich doch einige hierher verirrt haben. Ich gehe davon aus, dass diese Veranstaltungsreihe erst greifen muss und erst bekannter werden muss. Hier im Burgenland ist scheinbar noch nicht so richtig das IT-Bundesland und genau das zu ändern sind wir angetreten. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Termin am 25.09. Experten aus dem Secret.eu-Projekt zum Thema Security of the Cloud in Südwepa. Hintergrund ist, dass das Austrian Institute of Technology, das uns ganz hervorragend unterstützt, zusammen mit dem Internet Club Burgenland bei dieser Veranstaltung sei, dass es das AIT eine Konferenz hat zum Thema Cloud Security und du weißt schon einiges vom Programm und ich werde dich dann gleich bitten, etwas dazu zu sagen. Und außerdem gibt es auch nachher, wie könnte es anders sein, geht man zum Heurigen. Wer also will, ist nachher gerne eingeladen mitzugehen und auch zur genauen Adresse wird der Markus Tauber etwas sagen. Ansonsten wünsche ich viel Freude an dem jetzt folgenden Vortrag. Wer den René Pfeiffer noch nicht kennt, ich finde ihn einen der besten Vortragenden, die wir hier haben, schon überhaupt mal zu solchen Themen wie diesem. Danke, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Ja. Markus? Bitte um einige Worte zum Secret-Projekt und um die Adresse des Heurigen. Und das Mikro stellen wieder in der Mitte. Das Secret-Projekt ist ein EU-Projekt, in dem wir uns damit beschäftigen, Cloud zu untersuchen im Kontext von kritischen Infrastrukturen. Das sind solche Anwendungen mit besonders sensitiven Daten, die in der Cloud entweder verarbeitet oder gespeichert werden. Und wir beleuchten hier Techno-Legal Aspekte und auch diese Sachen, die fehlen und die im Rahmen von unserem Projekt auch entwickelt werden. Und in der Woche vom 25. September haben wir in Wien einen Großkampftag mit anderen Veranstaltungen gemeinsam und im Rahmen dessen werden einige von den Kollegen, die in diesem Secret-Projekt arbeiten, vorbeikommen nach Eisenstadt und werden unter anderem beleuchten, was sind jetzt diese rechtlichen Aspekte, worüber sollte man Bescheid wissen, wenn man in der Cloud ist und es wird auch erklärt, wie diese Add-ons, die wir glauben, dass sie jetzt noch fehlen, ausschauen sollten und auch aufgrund von unserer Arbeit ausschauen werden. Ich freue mich auf euer Kommen und möchte euch sagen, dass wir für heute einen Tisch reserviert haben beim heurigen Seiler in Großflein, das ist Hauptstraße 42 und wer nicht weiß, wo das ist, kann mich dann nachher kurz fragen, kann euch noch genaue Koordinaten geben. Danke. Gut, ich will einfach nur... So, gut, ja. Also, Fußball-WM ist keine Konkurrenz. IT-Security ist wesentlich spannender als jedes Endspiel. Das wissen wir seit April. Ich möchte in dem Vortrag ein paar Hintergründe von diesem Heartbleed-Bug von OpenSSL beleuchten. Also ich möchte auch kurz erklären, wie es dazu kam, wie die Geschichte ist, warum der auch so ausgeschaut hat und was eigentlich die Konsequenzen von diesem Bug sind für die eigentlich für die ganze IT, kann man fast sagen. Ein paar Worte über mich. Ich habe das aus meinem letzten Vortrag übernommen. Ich komme ureigentlich aus der Physik, sprich Kryptographie, die Mathematik dazu kenne ich, beschäftige mich schon lange damit. Ich verschlüssel schon gern seit 1992, schon vor Snowden. Die Gründe sind dieselben wie damals. Damals hat mich ISDN gestört, jetzt stört mich die Cloud. Fast dasselbe. Bin selbstständig, bin am Technikum Wien, bin bei der DeepSec-Konferenz und in unserem selbstständigen Netzwerk. Das heißt, das sind die vier Haupttätigkeiten, denen ich nachgehe. Gut, aber zu OpenSSL.
Warum ist OpenSSL wichtig? OpenSSL ist vielleicht vielen ein Begriff, mal gehört, mal installiert, mal konfiguriert. Was ist daran so besonders? Warum hat dieser Fehler so viele Systeme betroffen? Zum Ersten, OpenSSL ist eine wichtige Sicherheitskomponente, weil es heißt immer, man soll nicht Verschlüsselung, Kryptographie, Algorithmen selbst implementieren, man soll es aus einer Bibliothek nehmen, die getestet ist. Deswegen ist OpenSSL eine sehr wichtige Sicherheitskomponente, weil man dort eigentlich relativ viele Dinge findet, die man nicht selbst implementieren möchte. Ja? Das nächste ist, OpenSSL findet sich in sehr, sehr, sehr vielen Geräten und Applikationen, teilweise nicht nur auf Betriebssystemen, sondern auch in Embedded Devices, in Appliances, sogar in Unterhaltungselektronik, findet man durchaus OpenSSL Access Points, ja? Einfach weil es eine Bibliothek ist mit nützlichen Funktionen, die man einfach nicht selbst programmieren möchte. Ja? Und OpenSSL geht weit über das bekannte SSL hinaus, sondern da sind Funktionen drin, die generell kryptografische Algorithmen darstellen, ja, oder ausführen. Ich habe sogar Funktionen drin, um eine Public-Key-Infrastruktur zu betreiben oder zu verwalten, plus andere Funktionen. Ja. Das heißt, OpenSSL ist ein ziemlich zentraler Bestandteil von jedweder Sicherheitsarchitektur, weil Verschlüsselung da automatisch ein Teil des Ganzen ist. Ja. Das heißt jetzt, wenn sich in solchen Bibliotheken wie OpenSSL Fehler verbergen, ja, die dann zum Tragen kommen, dann habe ich was ganz Tolles, ja, für die Leute, die Herr der Ringe kennen. Ich habe dann an der richtigen Stelle einen Fehler, der halt möglichst viele Systeme betrifft und die ich fast universell ausnutzen kann. Und das war zum Beispiel bei diesem Heartbleed-Bug der Fall. Ja. Das heißt, Bibliotheken, komme ich noch dazu, sind ganz besonders wichtig, die stehen ganz unten, und wenn je weiter tiefer in der Ebene von der Applikation ein Fehler auftaucht, umso besser ist er natürlich für die Interoperabilität, ist klar. Ja. Gut, aber OpenSSL, vielleicht kennt sich jeder in dem Detail, ich möchte mal kurz ein paar Fakten darüber darstellen, damit man einfach weiß, wie das einzuordnen ist. OpenSSL gibt es schon ziemlich lange, und zwar die offizielle Version stammt von 98, am 23. Dezember publiziert. Ab dem Zeitpunkt gibt es OpenSSL als stabile Version publiziert im Quelltext. Ja. Die ist natürlich nicht aus dem Nichts entstanden, weil man hat vorher einfach versucht, Werkzeuge für Kryptographie, die man im Internet verwenden möchte, ja, zusammenzusammeln, eine Bibliothek zu geben und das Ganze dann in einem Projekt zu publizieren. Es gibt einen Vorläufer von OpenSSL. Apache hat vorher schon SSL implementiert. Da gab es ein Modul namens Apache SSL. Falls jemand noch kennt, es gab mal eine spezielle Apache-Version, wo OpenSSL mit drin war. Das ist noch zum Apache-Version 1.2, 1.3 gewesen. Den Code hat man im Prinzip übernommen aus dem Modul von Apache und hat daraus eine Bibliothek gebaut. Ja. Aber prinzipiell OpenSSL in der Form, in der wir es kennen, gibt es seit 98. Das OpenSSL-Entwicklungsteam besteht laut letztem Infostand aus 11 Developern, und 2 davon sind fix angestellt für das Projekt Vollzeit, um alles zu tun, was mit dieser Bibliothek zu tun hat. Ja. Die Bibliothek hat Pi mal Daumen 500.000 Zeilen Code. 2 Leute, die Vollzeit jedwede Änderung, Patches, Testen und alle Dinge an einer Bibliothek machen, das ist recht sportlich. Ja? Also könnten mehr sein, aber es gibt noch Freiwillige, die da mithelfen. Aber das ist das Kernteam von OpenSSL. Was kann OpenSSL? Ein Haufen von Dingen. Ich habe hier nur ein paar Sachen herausgesucht, die man oft verwendet. Es gibt neben Verschlüsselungsalgorithmen in verschiedener Form, gibt es auch Hash-Algorithmen, teilweise für kryptografische Zwecke, teilweise einfach so implementiert. Ja. Es sind Public-Key-Verfahren zur Verschlüsselung implementiert, zum Schlüsseltausch. Es ist drin RSA, DSA, elliptische Kurven und ein paar andere Standards, die man einfach von bestimmten Ländern, aus bestimmten Gegenden, bestimmter Vorschriften implementiert hat.
Wie schon eben erwähnt, Public Key Infrastruktur, es gibt eine minimale Certificate Authority in den Kommandos von OpenSSL. Das heißt, wenn ich eine eigene CA bauen möchte, könnte ich OpenSSL nehmen und daraus eine CA bauen. Das wird auch teilweise gemacht. Und OpenSSL hat auch noch Funktionen drin, um halt SMIME-E-Mail-Verarbeitung zu ermöglichen. Teilweise signieren, verschlüsseln, entschlüsseln, die üblichen Prozeduren, die kann man eben mit der Bibliothek oder mit den Kommandozeilen-Tools verwenden. Ja. Das heißt, es ist durchaus sehr praktisch. Dadurch, dass OpenSSL so alt ist, also von 98 stammt, hat man natürlich hier einen Haufen von Algorithmen und Hash-Funktionen drin, die teilweise auch sehr alt sind. Und das ist ein bisschen ein Nachteil. Wenn ein Developer hergeht und sich die MAM-Pages anschaut, dann findet er tausend einen Algorithmus. Und wenn er dann sich überlegt, der klingt gut, kann es sein, dass er einen Algorithmus erwischt, der einfach zu alt ist. Das heißt, OpenSSL ist nun mal die Implementation und es ist nicht alles, was in OpenSSL implementiert wird, wirklich unbedingt brauchbar. Ja? Also man sollte nicht so hergehen, die MAM-Pages und die APIs wie bei Amazon, so Einkaufskorb, nehme ich und Checkout. Das ist nicht gut. Ja? So, ich habe jetzt ein paar Mal SSL TLS gesagt. Was ist das? Das ist eigentlich vom Ursprung her Secure Sockets Layer von Netscape. Netscape hat sich Mitte der 90er gedacht, das wäre doch schön, wenn man im Internet, sprich im World Wide Web, Daten verschlüsselt und authentisiert übertragen kann, weil vielleicht möchte man ja mal Vertrauliches transportieren. Das heißt, Netscape hat die Urform SSL entwickelt, hat daraus eine Art Standard gemacht, hat es implementiert im Netscape-Browser. Das Ganze wurde dann weiterentwickelt und dadurch, dass an SSL einige Verbesserungen notwendig waren, hat man das Ganze irgendwann umgetauft in TLS, in die Transport Layer Security. TLS als Standard wird von der Internet Engineering Task Force weitergeführt und entwickelt. Die Übergabe erfolgte 1999. Das heißt, eigentlich sagt man jetzt oft SSL TLS, aber eigentlich meint man TLS, weil SSL in der Form, selbst in der letzten Version V3, sollte eigentlich gar nicht mehr notwendig sein. Ja? Und SSL erfüllt einfach zwei Aufgaben. Es kann verschlüsseln und es kann den Server authentisieren, es kann aber auch optional Clients authentisieren. Normalerweise hat man das Ganze nur einseitig. Der Client, sprich der Webbrowser, möchte wissen, ist der Server derjenige, der er sagt zu sein? Ja, nein. Ja? Und es gibt Anwendungen, wo man zum Beispiel nur bestimmte Clients auf einen Server lassen möchte. Und dann kann ich in beide Richtungen authentisieren und kann dann im Prinzip filtern. Ja. Das leistet SSL TLS an sich. Ja. So, das Ganze hat eigentlich angefangen im World Wide Web, sprich HTTPS war das erste Protokoll, was es implementiert hat. Mittlerweile gibt es SSL TLS für einen Haufen anderer Protokolle. Entweder von Haus aus ist es ein Bestandteil oder ist es nachgerüstet. Ja. Beispielsweise bei E-Mail-Übertragung, da kennt man halt die ganzen Protokolle, POP3, IMAP, SMTP, es gibt für alle eine eigene SSL-TLS-Implementation oder im Protokoll eine Nachrüstung. Ja, das heißt, es wird verwendet. Gut, es gibt jetzt noch etwas anderes, das ist weniger bekannt, wird aber oft verwendet, das nennt sich Datagram Transport Layer Security, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Erweiterung, weil SSL TLS gilt eigentlich nur für TCP. Ja? Im World Wide Web habe ich prinzipiell nur TCP-Übertragungen, wenn ich vom DNS mal absehe. Ja? Wenn ich jetzt SSL TLS für einzelne Pakete haben möchte, weil ich zum Beispiel ein Medienformat habe oder Telefonie habe, dann brauche ich was anderes und deswegen gibt es DTLS. DTLS ist im Prinzip SSL TLS, definiert für paketorientierte Protokolle. UDP ist das bekannteste, es gibt noch andere, die paketorientiert arbeiten, die für Streams gedacht sind oder Telefonie oder was auch immer. Ja. Und im Prinzip ist DTLS nichts anderes als die Erweiterung auf diese Protokolle. Ja. Gibt sich nur im Multimedia-Bereich, es gibt auch VPNs, die DTLS verwenden, einfach weil die Paketverlusterkennung und die Latenzmessung und alles mögliche drüberlegen. Ja. Cisco verwendet zum Beispiel DTLS für einige Dinge, andere Programme auch. Ja. Und das Schöne ist halt, OpenSSL unterstützt DTLS, sprich, wenn ich ein Developer bin, kann ich die Library verwenden und kann es verwenden. Ja.
Aber das ist mal die Vorgeschichte. Ja? Das heißt, OpenSSL hat angefangen mit SSL-TLS-Unterstützung, DTLS wurde nachgerüstet, ja? Gibt es eigentlich schon relativ lang dort drin und das ist mal die Package, mit der wir arbeiten. Schauen wir uns mal den Bug selbst an. Die Namensgebung hat mit einer Extension zu tun. Es gibt nämlich in TLS nicht nur TLS Version 1, 1.2, 1.1, 1, sondern es gibt dort auch Extensions. Sprich, ich habe in bestimmten Protokollstufen Erweiterungen, die kann ich verwenden, muss ich aber nicht. Es gibt eine sogenannte TLS Heartbeat Extension, die wurde diskutiert und vorgeschlagen im Februar 2012, beziehungsweise als RFC publiziert. Ja, das heißt, in diesem RFC kann man sehen, wie die Paketformate sind, wurde auch für TLS angedacht. Der Sinn dieser Extension ist folgende. Es gibt Anwendungen, die möchten einfach mal prüfen, gibt es den Server noch oder gibt es den Client noch. Ja? Das könnte ich zwar auch mit TCP machen, man hat aber gedacht, wenn ich DTLS verwende, dann habe ich ja nicht wirklich eine Detektion, ob die andere Seite noch da ist. Bei UDP gibt es das nicht. Ja? Das heißt, ich muss irgendwie entweder applikationsgesteuert einen Datenstrom schicken und der muss zurückkommen. Man hat das einfach in TLS, Focus DTLS eingebaut, um nicht die Applikation jetzt dazu zu zwingen, dass jetzt jeder seinen Heartbeat, sein Ping, sein was auch immer selbst implementiert, sondern man wollte es in den Standard holen. Ja? Und wenn man so eine Funktion schon baut, dann kann man auch was anderes einbauen. Man kann auch, was bei TCP automatisch gemacht wird, meistens, ja, eine Methode für Path MTU Discovery einbauen. Path MTU Discovery ist eine Methode, um festzustellen, wie groß die Datenpakete maximal auf einem Weg zwischen zwei Punkten im Internet sein dürfen. Das ist nicht zu unterschätzen, weil es gibt einen Haufen von kaputten Netzwerken im Internet. Ja? Und es ist nicht gesagt, dass meine Paketgröße überall gleich ist. Ja? Das spürt man zum Beispiel bei VPNs. Man hat sich einfach gedacht, naja, bauen wir einfach noch eine Art Payload ein in diese Extension, dann kann jetzt die Applikation stetig größer werdende Payloads schicken und wenn es irgendwann nicht mehr durchgeht, weiß sie, okay, das ist die Grenze. Ja? Das war die Idee des Ganzen. Der Entwickler, oder beziehungsweise der Entwickler, der in OpenSSL diese Extension implementiert hat, der hat auch am RFC mitgeschrieben und implementiert wurde das schon 2011, einfach um es zu testen. Das ist die Standardisierung de facto. Ja? Das heißt, seit 2011 ist es in der Codebase drin. Und man hat es für TLS und DTLS gleich implementiert. Sprich, man hat sich gedacht, es ist egal, ob TCP bei TLS schon sowas hat oder zumindest ein Keep Alive oder was auch immer. Ja? Wir implementieren es gleich und beide können es verwenden. Ja? Letztlich ist der Code in OpenSSL präsent seit dem 23. September 2011. An dem Tag wurde es freigegeben. Ja. Es gab einen Patch und einer der OpenSSL-Developer aus dem Kernteam hat gesagt, das ist in Ordnung, der Patch geht durch, er ist jetzt Bestandteil des nächsten Releases. Und die nächste Stable Release von OpenSSL wurde am 14. März 2012 publiziert. Ja. Das war die 1.0.1-Version. Das bedeutet, dass der Code, über den wir jetzt reden werden, zwar da eingecheckt wurde, ab dem 14. März allen zur Verfügung stand und dann haben die Leute sich den Source runtergeladen, Pakete gebaut und Betriebssysteme darauf aufgebaut oder was auch immer. Das bedeutet, dass der Fehler oder der fehlerhafte Code de facto vom 14. März bis zum 7. April 2012 im Umlauf war, ohne dass man von diesem Bug wusste. Der Bug existierte seit 14. März 2012, ja. Die ersten Distributionen haben es klarerweise ein paar Monate später eingebaut oder wann auch immer man den frischesten Source-Code nimmt. Ja. Bei Debian war es etwas später, bei anderen etwas früher. Ja. Aber wir reden jetzt davon, dass der Code, über den wir jetzt reden, der für den Fehler verantwortlich ist, in dieser Zeit in OpenSSL enthalten war. Und das entspricht den OpenSSL-Versionen 1.0.1 bis 1.0.1f. Wie schaut das jetzt aus? Also was ist ein Heartbeat? Wie funktioniert das? Es funktioniert so, wenn ein Client ein Heartbeat absetzt, dann baut es sich ein TCP-Paket, aber das macht alles OpenSSL schon, das heißt, ich muss gar keine TCP-Pakete bauen, ich kann diese Extension nehmen und kann sagen, okay, ich möchte jetzt ein TLS-Heartbeat-Paket generieren und dieses Heartbeat-Paket hat einen Payload D, das ist irgendwie
ein Text, Bytefolge, was auch immer, das kann der Client selbst wählen. Und das hat eine gewisse Länge. Ja? Und das Heartbeat-Paket wird von zwei Parametern bestimmt. Von dem Inhalt, was zu senden ist, und von der Länge. Ja? Der Server bekommt nun das Paket und generiert eine Antwort, immer noch in dieser Heartbeat-Extension. Das heißt, das Protokoll sagt, wenn du ein solches Heartbeat-Paket bekommst, generiere eine Antwort, nimm das Payload, was der Client dir geschickt hat, pack es in die Antwort und schick es zurück. Das heißt, der Server generiert die Antwort mit dem Payload, den Daten, einfach um zu checken, ob die MTU passt, ja, mit der Länge L und schickt es zurück. Das Problem an dem Code, wie er implementiert wurde in OpenSSL, ist, der Client darf lügen. Heißt, der Client kann zum Beispiel ein Payload definieren mit dem String Coffee, ja, und kann sagen, im Übrigen, das Payload ist 65.535 Byte lang. Und diese Infos kann der Client in das Heartbeat-Paket stecken, die müssen nicht stimmen. Ja? Aber der Server geht davon aus, dass das stimmt. Und er macht dann Folgendes. Er generiert eine Antwort. Ja? Und im Code ist es halt so gelöst, dass der Server einen Puffer allokiert mit der Länge, weil er muss ja die Daten zurückschicken, kopiert dann den String rein, den er vom Client bekommt, und schickt ihn zurück. Und er glaubt halt, dass die Länge wirklich die ist, die der Client verwendet hat. Ja? Es gibt keinen Längencheck und das Ganze geht zurück. Ja? Und das Problem, was dabei entsteht, ist folgendes. Bei diesem Allokieren passiert in OpenSSL ein Funktionsaufruf, der auf das OpenSSL eigene Memory Management zurückgreift. Und OpenSSL verwaltet seinen Speicher selbst. Ja? Und zwar nicht die Applikation, sondern die Bibliothek bzw. der Prozess oder das OpenSSL-Kommando, was auch immer. Es hat ein eigenes Speichermanagement. Das heißt, der Server allokiert diese Bytezahl nicht vom Betriebssystem, nicht von der C-Library, sondern von OpenSSL selbst und bekommt einen Puffer, den OpenSSL vielleicht schon mal verwendet hat. Weil OpenSSL macht auch etwas falsch. Ja? Wenn innerhalb von OpenSSL eine Allokierung passiert, wird der Speicher nicht gelöscht. Ja? Das macht, also viele Betriebssysteme machen es mittlerweile, viele C-Libraries machen das. Wenn ich Speicher allokiere, bekomme ich gelöschten Speicher. Ja? Bei OpenSSL ist das nicht der Fall. Ja? Und das bedeutet, der Server schickt Daten zurück, wo das drinsteht, plus noch eine beliebige Anzahl, oder nicht eine beliebige Anzahl, sondern ein beliebiger Inhalt, ja, von Daten, die irgendwann mal irgendwo in OpenSSL in der Applikation verwendet wurden. Ja? Und das ist de facto das Problem. Und das Ganze kann man noch etwas optimieren. Wenn ich mir die Records anschaue, das Maximum, was ich vom Server zurückbekomme, ist, wenn ich dem Server einen TLS Heartbeat Request schicke, die maximale Länge nehme, weil die ist auf 16-Bit beschränkt, ja? Und mein Payload ist nur 1 Byte, dann kriege ich vom Server zurück 1 Byte, was ich geschickt habe, plus die maximale Anzahl minus 1 Byte von Daten, die gerade irgendwie OpenSSL in seinem Speicher hatte. Ja? Und das schaut im Prinzip illustriert so aus, es gibt von XKCD eine recht schöne Illustration, ja, wo das Ganze als Dialog dargestellt ist. Ja? Man könnte zum Beispiel einen Heartbeat schicken, indem man sagt, Server, bist du da? Und wenn du da bist, dann schick mir doch bitte das Wort Bird zurück, was 4 Buchstaben hat. Und der Server macht das dann halt. Hier ist der Request. Ja. Jetzt sieht man aber hier noch ausgegraut, dass in den ganzen Puffern, die OpenSSL verwendet, noch irgendwelche andere Daten stehen. Ja. Und wenn man das Ganze weiter treibt, dann passiert Folgendes. Ich kann auch dem Server sagen, schick mir bitte den String hat mit 500 Buchstaben. Und dann schaut er nach, okay, hier ist Head und dann kriege ich plötzlich hier noch einen Teil des Puffers, der hier in gelb markiert ist, zurück. Und da können jetzt alle Daten drinstehen, mit denen die Applikation, die OpenSSL zu tun hatte, verwendet hat. Das hängt natürlich davon ab, was der Server gerade getan hat. Ja? Aber prinzipiell kann da alles drinstehen, was durch OpenSSL gegangen ist. Und im Falle von Webseiten ist das alles, was durch HTTPS ging. Ja? Und ich kann diese Anfragen einfach schicken und schicken und schicken. Und ich kriege immer eine Antwort und ich kriege immer irgendwelche Daten. Das Tolle an dem Exploit ist jetzt, die Heartbeat-Pakete erfolgen auf Layer 3, 4. Ja?
Das heißt, ich brauche gar keinen HTTP-Request schicken, ich brauche gar keine Applikationsdaten zu schicken. Der Apache kriegt davon nichts mit oder welcher Webserver auch immer davor ist. Ja. Der weiß das gar nicht. Ja. Der weiß nur, da dreht irgendwer und macht irgendwas mit OpenSSL oder mit SSL-Extensions. Das heißt, diese Anfragen erscheinen nicht im Applikationslog. Ich kann nicht im Apache-Log schauen, hat mich jemand mit Heartbeats zugespammt? Das sehe ich nicht. Ja. Das müsste eigentlich auf Betriebssystemebene gehen. Wenn ich das wissen wollte, müsste ich sämtliche Pakete aufzeichnen, die mein Server je bekommen hat, in dem Bereich, in dem der Code aktiv war. Es gibt Firmen, die das haben. Ja? Es gibt tatsächlich Firmen, die aus Audit-Zwecken Wiki-Paketdumps mitführen und archivieren. Ja? Aufgrund dessen konnte man etwas nachvollziehen, wann der Bug wahrscheinlich ausgenutzt wurde. Ja? Und das Schöne ist, der Angreifer kann ständig Pakete schicken. Ja, ich bin ja nichts gebunden, ich brauche kein Login, ich brauche gar keine Login-Session, ich muss mich nirgendwo einloggen, ich kann einfach eine TCP-Connection aufmachen, SSL sprechen, Heartbeats schicken und ich kriege irgendwelche Puffer. Ja? Das kann ich so oft machen, wie ich will. Und was für Daten jetzt dort vom Server zurückkommen, hängt davon ab, was der Server gerade tut. Ja? Wenn der Server gerade sehr beschäftigt ist, wenn sich viele Leute einloggen und ausloggen, dann kriege ich wahrscheinlich sehr viele Usernamen im Laufe der Zeit. Wenn der Server relativ wenig zu tun hat und gerade gestartet wurde, kriege ich mit etwas Glück vielleicht sogar den privaten Schlüssel und das Zertifikat. Ja? Oder irgendwelche anderen Daten. Und das Gemeine ist, OpenSSL löscht wirklich die selbstverwalteten Puffer nicht. Die Puffer werden nicht gelöscht. Es gibt eine eigene Funktion dazu. Da wird nie ein Puffer, der allokiert wird, aus dem eigenen Memory Management gelöscht. Das heißt, ich kann den Server fragen, was ich will. Ja? Der Vorteil, aber das ist nicht wirklich eine Hilfe, ja, dass die Daten, die ausgelesen werden aus dem Speicher des Servers, sind beschränkt auf Daten, die OpenSSL gesehen hat. Ja. Sprich, wenn OpenSSL keinen Zugriff auf die Daten hatte und sie auch nicht prozessiert hat, ja, dann kriege ich die Daten nicht. Das heißt, zum Beispiel eine Datenbank, die vom Webserver abgefragt wird und nicht direkt, ja, die hat ihren eigenen Speicher und OpenSSL kann nicht darauf zugreifen, also kriege ich die Daten nicht. Aber eigentlich reicht mir ich sag mal, die Daten, die ich von der Applikation stehle, ja, die würden ja nicht ausreichen. Was hat das jetzt alles für Folgen? Zum Ersten, die Anzahl der betroffenen Systeme war bei Heartbeat ziemlich groß. Ja. Sprich, ziemlich alles, was OpenSSL verwendet hat, in dieser Version war betroffen. Und das ging halt von Netzwerkkomponenten über Webseiten, Datenbanken, wenn Datenbanken auch mit SSL reden, gibt es ja auch, kann ich sie abfragen. Kommunikationssysteme, Telefonie, weil DTLS ja auch mit OpenSSL teilweise implementiert ist. Instant Messaging Clients, also die Jabber Clients, verschiedenster Bauart, die auch SSL können, waren betroffen. Tor war betroffen, einige Nodes hatten das Problem. Bei Tor ist es allerdings so, Tor generiert sowieso neue Schlüssel periodisch in Nodes. Ja. Das heißt, die Schlüssel, die für den Datentransport notwendig waren, wurden sowieso ausgetauscht. Das Einzige, was bei Tor betroffen war, waren die Langzeitschlüssel und die Hidden Services. Ja. Aber es waren ca. 500 oder 800 Tor-Nodes waren betroffen und das Tor-Netzwerk hat die deaktiviert. Das heißt, die sind aus der Liste geschmissen worden und nehmen nicht mehr am Tor-Netzwerk teil. Betriebssysteme waren betroffen, Firmwares von diversesten Geräten, PCs in allen Spielarten, Smartphones, Tablets, ja, Android, was auch immer. Ja. Teilweise Embedded Systems, die eine OpenSSL an Bord haben, wo auch der Upgrade ziemlich schwierig ist, weil bei Embedded Systems kann ich nicht einfach sagen, ja, Upget Install oder Upget Save Upgrade, die Sache ist erledigt, das geht halt nicht. Ja. VPN-Systeme waren teilweise auch betroffen, wenn sie OpenSSL verwendet haben. Es gibt da ein paar kleine Ausnahmen, eine habe ich dargestellt, dass man mal sieht, wie man das vielleicht umgehen hätte können. Ja. Aber der Impact war halt ziemlich groß und das schlägt halt jede WM, ja, so von der Spannung her. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob in den vergangenen Monaten vor April 2014 jemand schon diesen Bug ausgenutzt hat. Es gibt keine Logs dazu. Und wer hat Packet Dumps von allen Traffic? Ja? Fast niemand. Ja? Das heißt, nachvollziehen konnten wir es nicht mehr, man konnte es nur patchen. Und die Datenlecks betreffen mal primär so die Dinge, die man so kennt, Benutzerdaten, Logins, Passworte oder auch Session-Cookies. Wenn ich Glück gehabt habe, habe ich vielleicht nicht den Login gesehen, aber Cookies von Clients, die gerade eingeloggt sind. Session-Cookies zählen als Zugriffstoken. Ja, wenn ich ein Session-Cookie habe, was gerade gültig ist, kann ich die Session übernehmen.
Und ich kann, das haben auch Sicherheitsforscher ausprobiert, SSL-Zertifikate und die privaten Masterschlüssel des Servers auslesen. Es geht am besten, wenn das Ding gerade neu startet, wenn OpenSSL sich dann initialisiert und die Sachen noch im Puffer sind. Ja. Wurde es gelungen, und wenn ich einen privaten Schlüssel habe von einem Server, dann kann ich die SSL-Kommunikation, die ich vorher vielleicht aufgezeichnet habe oder danach, brechen und kann sie entschlüsseln. Wenn man einen Betriebsmodus wählt, wo man keine Session-Verschlüsselung hat, ja, kann ich alle Sessions, die je gemacht wurden von dem Server, auch in der Vergangenheit entschlüsseln. Wenn ich Perfect Forward Secrecy aktiviert habe, dann kann ich nur zukünftige Sessions entschlüsseln. Das ist halt schlimm genug, aber die Sessions, die ich bis zum Diebstahl des Master Keys hatte oder gesehen habe, konnte ich damit nicht entschlüsseln. Ja. Und das Ganze ist nicht auf Server beschränkt, man kann den Heartbeat auch umdrehen. Ein Server kann dem Client genauso ein Heartbeat schicken und den Client auslesen. Das heißt, ich kann auch mit einem Server verbinden, der kompromittiert ist oder der einfach mich dauernd fragt. Der Server fragt mich dann dauernd mit Heartbeat und fragt den Speicher von SSL auf meinem Client aus. Ja, das geht auch. Ja. Und das ist halt sehr schlimm. Und das hat auch dazu geführt, dass sehr viele Webseiten die Zertifikate geändert haben und alle aufgefordert wurden, die Passwörter zu ändern. Weil es mich interessiert, hat jemand alle Passwörter geändert, die er verwendet hat, aus Sicherheitsgründen, oder gibt es noch ein paar alte? Ja, ich weiß, es ist eine private Frage, aber eigentlich muss man alle ändern. Gut, aber bleiben wir mal bei Zertifikaten, weil Zertifikate sind ja eigentlich, ich sag mal, das Auf und Um im verschlüsselten Web zumindest. Ja. Wenn ich jetzt vom Heartbeat erfahre und draufkomme, okay, dann widerrufe ich halt mein Zertifikat. Dann generiert das einen Haufen Arbeit, und zwar nicht nur für die Admins, die das machen müssen, sondern die Public Key Infrastruktur der CAs ist nicht dafür vorgesehen, dass Millionen oder Hunderttausende von Zertifikaten jetzt widerrufen werden. Ja? Es gibt zwar Listen von widerrufenen Zertifikaten, die hat sich seit Heartbeat um Faktor 10 hoch, also um eine Summe von 10 hoch 5 oder sowas erhöht, ja, weil jetzt haben alle ihre Zertifikate ausgetauscht oder viele. Ja? Das heißt, bei den CAs ist jetzt bei den Widerruflisten ein Sprung erfolgt, und diese Widerruflisten muss ich ja irgendwie kommunizieren. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die widerrufenen Zertifikate zu publizieren. Entweder alle Clients holen sich alle Widerruflisten aller CAs weltweit, was ziemlich mühsam wird. Ja. Oder ich verwende ein Protokoll, um das Ganze irgendwie zu kommunizieren. Das gibt es sogar, aber dieses OCSP-Protokoll, wo man bei der CA fragen kann, ist dieses Zertifikat eigentlich widerrufen, hat Schwächen bis zu dem Grad, dass einige Browser diese Tests gar nicht machen. Ja. Google hat vor ein paar Monaten publiziert, sie haben OCSP ausgeschaltet, weil es mehr Nachteile als Vorteile hat. Sprich, wer den Google Chrome verwendet, der erfährt nur, dass das Zertifikat nicht mehr gilt, wenn es abläuft, zeitlich. Wenn es widerrufen wird, erfährt er das nicht. Ja? Weil das Design einfach nicht gut genug ist. Es gibt da zwar Ansätze, das zu ändern. Man lässt halt in Zukunft den Server das prüfen, nicht den Client. Ja? Aber es gibt zu denken, dass die Infrastruktur, die eigentlich für unsere Sicherheit sorgt, diesem Ansturm von Widerrufen gar nicht gewachsen ist. Ja? Noch dazu ist der Austausch ein logistisches Problem. Wenn ich ein Zertifikat austauschen muss, kein Problem. Wenn ich eine Firma bin, die, oder eine Organisation, die 100 hat oder 1000 Zertifikate, was es gibt, habe ich ein Problem. Das muss ich ja irgendwie kopieren, widerrufen, wieder ausrollen. Ja? Und das macht einfach Ärger. Und das Wichtigste, das haben auch einige Admins im Eifer des Gefechts vergessen, der Austausch des Zertifikats macht man nach dem Upgrade von OpenSSL. Ja? Weil es haben einige Leute auch gesehen, ich muss mein Zertifikat widerrufen, ja stimmt, ich muss auch OpenSSL upgraden. Die Reihenfolge ist schon ziemlich wichtig, sonst kann ich es nochmal machen. Ja? Ist geschehen. Ja? Das Positive an dieser ganzen Sache, OpenSSL wurde genauer angeschaut. Ja? Und ich kann jedem mal empfehlen, ein Stück seiner Lieblingssoftware zu nehmen, was man täglich verwendet und was man ganz lieb hat oder was man sich wirklich täglich verlässt, ja, und dann mal einen Blick in den Quellcode zu werfen. Manchmal wünschte man, man hätte das nicht getan. Ja. Die OpenSSL-Entwickler sind natürlich starker Kritik ausgesetzt gewesen. Jetzt muss man dazu sagen,
Der Fehler ist wahrscheinlich ein Versehen gewesen. Es war keine Backdoor, keine Absicht und nicht irgendwie ein Kalkül. Ja. Trotzdem mussten sie sich der Kritik stellen. Und es gibt, wenn man das OpenSSL Bugtracking anschaut, da gibt es Fehler, die sind teilweise jahrelang drin. Ja. Es gibt ja einen Link zum Beispiel, also bei dem Wortbeispiel ist ein Link unterlegt, da kommt man auf einen Bug, der ist 2,5 Jahre alt, der ist nicht behoben und der fix wäre eine Zeile. Ja. Warum das passiert, kann ich nicht sagen, möchte ich auch nicht. Und aufgrund der massiven Kritik hat das OpenBSD-Projekt ein Unternehmen gestartet, es nennt sich OpenSSL Valhalla Projekt, die wollen also OpenSSL nach Valhalla oder in ewigen Jagdgründe schicken. Und sie haben Folgendes gemacht, sie haben sich die letzte Stable Version nach dem Heartbeat-Fix genommen und machen jetzt eine eigene Codebase, die sie selbst warten. Die ist basiert auf OpenSSL 101G, ja, hat ca. 338.000 Zeilen Code. Und die OpenSSL-Leute, OpenBSD-Leute, sorry, haben in den ersten Wochen nach der Übernahme über 90.000 Zeilen Code entfernt, ja, weil da so Dinge drin sind wie Kompatibilität mit OpenVMS, DOS, mit 16-Bit Windows, ja, mit Watts TCP/IP-Stack, den man vielleicht noch von Windows 3.11 kennt. Dieser Code ist in OpenSSL drin, weil für den Fall, dass man mal ein Windows 3.11 braucht mit einem Apache und OpenSSL, kann man es darauf kompilieren. Ja. Dann sind Bugs drin, also Workarounds für Compiler-Bugs. Ja. OpenSSL macht eine riesige Verbeugung oder Verdrehung vor Compilern, die nicht richtig Code generieren können, weil es könnte ja mal sein, dass man nur einen kaputten Compiler hat und trotzdem OpenSSL braucht und es geht. Ja. Und die OpenBSD-Leute haben gesagt, aus, ja, das fliegt alles raus. Wenn das jemand wirklich braucht, dann soll er halt OpenSSL verwenden und nicht unseren Fork. Und die abstruseste Sache, die ich festgestellt habe, ich weiß nicht, ob jemand Assembler kennt, ja, die Intel-Architektur ist ja low-endian. Das heißt, man hat das niedere Byte von 16-Bit-Wert oder 20-Bit-Wert zuerst. Ja. OpenSSL enthält tatsächlich Code für Big-Endian Intel Assembler, ja, weil es irgendwo in den Tiefen des Webs einen Simulator gibt, der die Intel-Architektur auf Big-Endian darstellen kann. Es muss irgendein kranker QEMU sein oder sowas. Ja. Und für den Fall, dass man OpenSSL auf dieser Plattform braucht, ist der Code drin. Ja. Und wenn man sich den Code anschaut, ich hab das Wiki von dem Projekt mal gelesen, wird auch klar, warum einige Bugs so lange ungefixt sind in OpenSSL, weil da so viele Spezialfälle drin sind, dass man allein, um mal zu verstehen, wo der Patch reinkommt, Wochen braucht. Ja? Und die OpenBSD-Leute haben halt den Plan, also das Ding heißt jetzt mal LibreSSL, es ist noch Work in Progress und sie wollen daraus eine portable Version machen, die man dann auf anderen Systemen einsetzen kann, ganz analog OpenSSH. Ja? Weil bei OpenBSD ist das Entwicklungsprojekt immer so, sie nehmen sich Code, wenn sie es forken, machen ein Debugging, ein Audit, bringen das in ihre eigene OpenBSD-Kernel-Normalform, damit sie den Code verstehen, dann machen sie daraus ein Projekt, der in OpenBSD zuerst eingesetzt wird und die portable Version enthält halt Kompatibilitätslayer, dass man es auf Linux oder anderen Systemen auch laufen lassen kann. Ja? Aber sie machen jetzt mal OpenBSD zuerst, dann kommt die portable Version. Und dann fehlt halt der Windows 3.11 Support. Ja, naja, okay. Ich glaube, das können wir verschmerzen. Ja. Noch dazu haben Google und Facebook gesagt, ja, das ist schon ein bisschen wenig, so zwei Developer Vollzeit. Wir spenden euch Ressourcen, damit OpenSSL besser wird. Und just letzte Woche hat Google publiziert, ja, im Übrigen, wir wissen vom Zustand von OpenSSL, wir haben einen eigenen OpenSSL Patch Tree, und den geben wir jetzt frei und mangels eines besseren Namens haben sie es Boring SSL genannt. Das wird wahrscheinlich noch geändert. Ja? Das heißt, wir haben jetzt mal mindestens zwei Forks von OpenSSL, die man, also Boring SSL könnte man wahrscheinlich schon verwenden. Das dauert noch ein bisschen, weil die OpenBSD-Leute gerade dran sind. Ja? Und wenn jemand mal sich unterhalten will, OpenSSL Valhalla Projekt googeln. Ich glaube, die URL heißt opensslrampage.org oder sowas. Die Kommentare sind augenöffnend. Wenn ich jetzt nicht bei OpenSSL bleiben möchte, sondern wenn ich einfach denke, ja, nehme ich halt was anderes. Die Möglichkeit gibt es, das Problem ist halt nur, wenn ich auf die API festgelegt bin, die OpenSSL hat, tue ich mir schwer. Ja? Wenn mir das egal ist, dann habe ich tatsächlich mehrere
Alternativen. Ich habe ein bisschen recherchiert und das sind tatsächlich alle Alternativen, die mir zumindest eingefallen sind, die auch gepflegt werden, die noch aktiv sind, von Bibliotheken, die zumindest SSL-TLS sprechen, plus andere Teile, ja, die auch SSL kann. Ja. Es gibt Dinge dabei, die sind weniger bekannt. Bouncy Castle ist sehr bekannt, weil das ist für Java eigentlich gedacht. Wenn jemand zum Beispiel TextSecure kennt, für Android oder sowas, ja, oder andere Tools, die auf Android laufen, Bouncy Castle ist für die Plattformen recht gut geeignet. Es gibt noch ein paar andere Sachen, GNU-TLS ist ja, es ist auch eine Alternative, hat auch ein Apache-Modul, aber GNU-TLS war dieses Jahr auch schon in den Schlagzeilen mit einem Fehler. Ja. LibreSSL ist halt relativ neu, BoringSSL fehlt hier noch. Ich habe hier noch eingegeben NSS. NSS ist zum Beispiel momentan die Security Library, die der Firefox verwendet. Ja, noch, das soll sich ändern. Microsoft hat eine eigene Library, den Secure Channel. Ja. Und Apple hat auf Apple Mac OS 10 noch OpenSSL drauf, aber die sind gerade dabei, dass sie die Codebase auf Secure Transport ändern, weil sie ihre eigene SSL-Bibliothek verwalten, weil sie mit OpenSSL auch nicht zufrieden sind. Ja. Das Interessante ist nur, dass das erst jetzt so rausgekommen ist im Zuge von Heartbleed, hätte man vorher vielleicht auch mal sagen können. Und es gibt SharkSSL noch und ich glaube, das ist eine proprietäre Variante, da muss man Lizenzen kaufen. Aber wenn ich der OpenSSL Codebase umgehen will, dann kann ich das tun. Ja. Sind jetzt eigentlich alle Systeme, die OpenSSL verwendet haben, betroffen? Jein. Manchmal hat man Glück und kann durch eine Konfigurationsentscheidung dem Hardware-Bug aus dem Weg gehen. Ich weiß nicht, wer alle OpenVPN kennt. OpenVPN ist ein Server-Client-Software für VPNs. Und ich kann OpenVPN einsetzen mit X509-Zertifikaten und Schlüsseln. Ja. Dann habe ich hier meine VPN-Connection in blau gezeigt. Ja. Und wenn ich nur diese Schlüssel und die Zertifikate verwende, dann bin ich für Heartbleed anfällig, weil jeder kann den OpenVPN-Server fragen, gib mir mal ein Heartbleed-Packet und man kriegt das. Ja. Bei OpenVPN gibt es eine Konfigurationsoption, dass der OpenVPN-Server nur mit Clients redet, die einen Shared Key haben, den man vorher verteilen muss. Den nennt man auch den HMAC Key, ja, weil der halt aus vier Schlüsseln besteht, die für Authentisierung und Verschlüsselung nochmal zusätzlich einen Schritt einführen. Ja. Und wenn man diese HMAC Keys verwendet, dann hat man einen Vorteil, die Heartbleed-Pakete kommen nicht zum OpenVPN-Server durch und auch nicht zum Client. Weil der Server antwortet nur, wenn der Client das passende Shared Secret zeigt und ansonsten antwortet er nicht. Ja. Das ist auch die empfohlene Installation von OpenVPN, die sagen, bitte den HMAC Key immer verwenden, weil dann einfach auch Portscans auf OpenVPN-Server fehlschlagen. Man kann keine OpenVPN-Server erwischen im Netz und kann schauen, aha, das ist einer. Plus Bonus, man ist gegen Heartbleed-Bug gefeit, weil einfach der Server nicht sagt, bevor nicht dieses Shared Secret verwendet wird. Ja. Das ist allerdings eine Ausnahme, bei vielen Setups habe ich diesen Luxus nicht. Ja. Das bringt mich nämlich auch zu den offenen Problemen. Schön, wir haben jetzt einen Fix und der Standard wird bleiben. Also TLS Heartbeat bleibt im TLS-Protokoll drin. Ja. Im Mai hat AVG mal einen Test gemacht und hat festgestellt, die haben sich einfach die Top 800.000 SSL-TLS-fähigen Webseiten genommen, einen Scan drüber laufen lassen und festgestellt, dass 12.000, das drüber, nicht gepatcht sind. Ja. Ist ein guter Schnitt, aber was ist, wenn diese 12.000 Seiten kritische Informationen enthalten? Ja. Eigentlich doof. Sollte eigentlich 6 Wochen nach Heartbleed gar nicht mehr der Fall sein, ist aber noch so. Das sind aber nur die Webserver. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt Embedded Systems habe oder andere Dinge, ja, wo nie ein Admin vorbeikommt, wo nie jemand mehr danach schaut, bleibt das einfach. Ja? Der Vorteil von Heartbleed ist, wenn ich sehr alte Systeme habe, die nicht OpenSSL 1.0.1 oder später verwenden, bis F, ja, dann bin ich natürlich auch sicher. Also sprich, es kann durchaus sein, dass Leute sagen, ja, ich glaube, meine OpenSSL ist zu alt, also brauche ich es nicht patchen, aber sie haben sich geirrt. Ja?
Und diese Systeme werden auch bleiben. Das heißt, der Hard-Split-Bug ist ein guter Tipp für Pentester, wenn man irgendwie Checks braucht. Und wie eben schon gesagt, SSL-TLS ist eine sehr kritische Komponente und ich habe oft, gerade bei Webseiten, ich habe nur meine verschlüsselte TCP-Verbindung. Ich habe nicht noch eine zweite Verbindung, ich habe kein Shared Secret. Ja. Alles, was ich übertrage, geht über SSL-TLS. Ich kann dort nur bedingt ausweichen und das Ganze ein bisschen mit zusätzlichen Maßnahmen versehen. Einige Webseiten haben zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentisierung, dann habe ich zumindest noch irgendwie einen Code oder ein SMS oder sowas, ist aber auch unpraktisch für gewisse Sachen. Ja. Und SSL-TLS ist halt so kritisch, dass diese Komponente möglichst fehlerfrei sein sollte oder wenn sie Fehler enthält, sollten die Fehler nicht solche herben Konsequenzen haben. Ja. Um halt die Infrastruktur etwas zu sichern, hat die Linux Foundation die sogenannte Core Infrastructure Initiative gegründet, die einfach Basiskomponenten, primär Bibliotheken sammelt, die den Kern bilden von einer Infrastruktur, die abgesichert sein soll, und dieser Infrastruktur Ressourcen zukommen lässt, Tests zukommen lässt, dass man einfach solche Sachen in Zukunft früher erkennt. Ja. Und die Idee ist einfach, dass man regelmäßig Code-Audits durchführt. Die Frage ist, ob man einen Heartbeat-Bug bei einem Code-Audit erkannt hätte. Ja. Ich habe mir den C-Code angeschaut. Es steckt ein bisschen Überlegung drin, um das zu sehen. Noch dazu muss man OpenSSL-C-Code sehen. Tipp, wer C kann, mal OpenSSL-C-Code sehen. Man wird dann die OpenBSD-Entwickler verstehen. Ja. Und ein Kritikpunkt der OpenBSD-Entwickler war auch, OpenSSL hat den Fokus auf Performance, ja, nicht auf Sicherheit. Und dadurch argumentieren sie oder sagen sie zumindest, das ist ein Indiz dafür, dass dieser Bug entstehen konnte. Ja. Es ist die Frage, ob das wirklich so einfach ist. Gerade in dem Bereich, gerade wenn man Verschlüsselung noch drin hat, wenn man wie OpenSSL noch den Anspruch hat, ich mag überall kompiliert werden wollen, ja, ist die Frage, ob das sinnvoll ist, dann wird es automatisch zu Problemen kommen, dann brauche ich einfach regelmäßige Checks und vielleicht sogar, wie einige Projekte es haben, Regressionschecks. Ich weiß nicht, hat jemand mal, das ist ein blödes Beispiel, was sich den besten Ruf hat, aber PHP zum Beispiel installiert. PHP kommt lustigerweise mit über 6000 Regressionstests, wo die Funktion des Interpreters geprüft wird. Ja. So etwas Ähnliches könnte man natürlich auch sich überlegen für OpenSSL oder zumindest für TLS-SSL, dass man einfach hergeht und sagt, okay, ich habe hier eine Liste von Top N Checks, die im Protokoll vorkommen können und die Bibliothek muss mit all diesen Problemen klarkommen. Ja. Man hat dann eine Checksuite und lässt die laufen und wenn man halt ein Upgrade macht, macht man einfach einen Durchlauf, zum Beispiel. Ja. Das wäre recht hilfreich. Und ich weiß nicht, ob jemand die Publikation kennt, sehr leicht zu merken, wenn man mal nach Frankenzerz googelt, so wie Frankenstein und Zerz wie Certificate, da kommt man auf eine Publikation, wo Forscher einer amerikanischen Universität Folgendes gemacht haben. Sie haben sich Zertifikate gebaut, die gezielt mit Zufallsdaten oder mit schlechten oder schlecht parsbaren Informationen zusammenhängen. Und haben einfach mal geschaut, was die typischen SSL-Libraries damit tun. Ja, ob sie das Zertifikat importieren, verwerfen, Fehler anzeigen, crashen, wie auch immer. Und die Studie ist ganz interessant, weil sie haben herausgefunden, ein Teil dieser Zertifikate wird tatsächlich akzeptiert. Manchmal bekommt man Fehler, manchmal nicht, aber es ist halt nicht konsistent. Ja. Und das wäre zum Beispiel ein guter Ansatz, indem man hergeht und sagt, okay, ich habe hier meine vorbereiteten bösen Zerts mit Fehlern, ich habe hier Netzwerkkommunikation, ja, Dialoge, die einfach ein Server bestehen muss, die ein Client bestehen muss, ja, macht einfach dann eine Checkliste, wie das eigentlich auch mit anderen Protokollen geschieht. Ja. Dann habe ich zwar immer noch keine Fehler komplett ausgeschlossen, aber ich bin zumal ziemlich weit und weiß, okay, der Test wird mal bestanden, dann müssen die Fehler woanders sein. Ja. Gut, was lernen wir daraus? Also ich finde den Heartbeat-Block sehr gut. Es hat mich zwar auch etwas Abende und Wochenende gekostet. Ich habe blöderweise von dem Bug auf Twitter beim Videoabend erfahren und der war dann sehr unentspannt. Ja. Aber er ist sehr lehrreich, wenn man einfach einen guten Anlass hat, um mal zu schauen, wie reagiert einfach kritische Infrastruktur auf kritische Bugs. Und das ist nur ein Beispiel. Ja. So ein Heartbeat-Bug kann auch in anderen Bibliotheken auftauchen, in Datenbanken, wo auch immer. Ja. Dann haben wir andere Probleme. Und er illustriert eigentlich auch sehr gut, ja, wenn ich einen Bug habe in einer Bibliothek, die von anderen Applikationen verwendet wird,
dann kann ich effizient ganze Klassen von Applikationen brechen und kompromittieren. Und wer schon mal je Fehler in Software gesucht hat, sei es um die Welt zu verbessern oder Geld zu verdienen, ja, die Leute, die sich Sicherheitsforscher, auf welcher Seite auch immer, die Fehler suchen, ja, die suchen zuerst in Bibliotheken. Weil wenn ich die Bibliothek habe, ja, habe ich die Applikation auch unter Umständen. Und Bibliotheken sind halt das bessere Ziel als zum Beispiel ein Webbrowser oder Webserver. Und nur wenige wissen, wie es eigentlich im Code ausschaut. Ja? Ich bin überzeugt, dass auch ich oder auch Leute, die sich wirklich sehr viel in dieser Welt sich anschauen, immer noch Code verwenden, den man eigentlich gar nicht verwenden würde, wenn man wüsste, wie er ausschaut. Ja? Das Problem ist, das kann ich manchmal nicht sehen, Heartbleed war als Argument auch von einigen verwendet, naja, das ist ja freie Software, wieso war da überhaupt ein Bug drin? Ich weiß nicht, wie viele Heartbleed-Bugs sich noch in proprietärer Software verbergen. Wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Ja? Ich kann nicht nachschauen. Ja? Das heißt, in dem Fall, auch wenn der Fehler sehr schwer war, er war im Quellcode nachzulesen und er war auch relativ leicht zu patchen. Und wenn man sich den Patch anschaut, die Behebung des Fehlers war sehr leicht durchzuführen, wurde auch gleich gemacht. Das kann ich von proprietärer Software nicht immer sagen. Und trotz der Maxim, dass man sagt, bitte nicht immer das Rad selbst neu erfinden, ja, sind konkurrierende Implementationen in bestimmten Bereichen sinnvoll. Konkurrierend heißt mindestens zwei, es müssen nicht 10 sein, ja, aber 2 Projekte, zwischen denen ich wählen kann, ist nie verkehrt. Ja. Und wenn ich nur eine Bibliothek habe, auf die die Welt sich verlässt oder ein ganzer Zweig von kritischen Applikationen, dann kann ich ein Problem haben. Ich meine, das habe ich sowieso, ja. Aber in dem Fall finde ich es eigentlich ganz gut, dass OpenSSL andere Möglichkeiten hat. Ja? Also sprich, ich kann eine andere Bibliothek nehmen und ich setze in Zukunft wahrscheinlich auf die OpenBSD-Portierung, weil die recht gut aufgeräumt wurde bis jetzt. Ja? Aber ich brauche zumindest konkurrierende Implementationen. Gut, gibt es Fragen dazu? Zu diesem Vortrag. Hat jemand Anmerkungen oder hat jemand auch mit Heartbleed zu kämpfen? Was haben jemand haben ja solche Scans gehabt, so komplett mitschnitten von Paketen. Was ja. Heißt man da? Also ich habe es nur. Wie sehr wurde das tatsächlich in der Praxis ausgenutzt? Also einer hat gesagt, er hat irgendwo noch Packet Dumps, die muss er erst aus dem Tresor von der Bank holen. Ja. Mhm. Und ich habe das dann immer weiter verfolgt, weil es gab noch keine öffentliche Diskussion, aber man schätzt, dass der Bug außer bei Google und Codenomicon, das sind die beiden Firmen, die den Bug entdeckt haben, er war sicher bekannt. Ja? Vielleicht reden wir hier von Monaten. Ich glaube nicht, dass er schon recht bald nach OpenSSL-Publikation bekannt war, aber ich gehe davon aus, dass er Wochen oder Monate vor Publikation sicher bekannt war. Man hat natürlich keine Logs, ja, wenn man nicht Packet-Dumps hat, aber wie gesagt, was da jetzt rauskommt, das weiß ich nicht. Und ich sag mal, viele Organisationen, die komplette Packet-Dumps von Netzwerk-Traffic führen, würden nicht gern darüber reden. Ja. Ich meine, das hat auch legitime Gründe, aber es ist ja ein bisschen unangenehm, wenn man sowas hat. Ja. Aber ich rechne persönlich damit, dass diese Sachen vorher schon ausgenutzt wurden. Ja? Leute, die diese Packet-Dumps aufheben, haben die vollen Dumps oder woher denn Informationen? Also, und welches Audit verlangt das? Ich müsste nachschauen. Ja. Es war auf einer Security-Mailing-Liste, die haben volle Packet-Dumps. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine. Er hat auch nicht gesagt, welcher Firma er angehört oder warum sie das haben. Ja. Aber ich rechne mal nicht damit, dass das jetzt so eine riesige Firma ist, die Terabytes pro Monat hat. Ich glaube, da ging es um ausgewählte Applikationen, die man einfach monitort. Ja. Aber es scheint anscheinend sowas zu geben. Ja. Mir ist nichts bekannt. Warum macht das jemand? Sagen wir so, vielleicht hat doch jemand sich gedacht, wenn man sowas wie ein Heartbleed kommt, man kann sich sowas ja ausmalen, wenn man schlecht schläft ein paar Tage, dann könnte man auf die Idee kommen, wir machen das mal, ja, sicherheitshalber. Aber ja, ich wüsste jetzt von keinem Standard oder von keinem Regulativ, was es erfordert eigentlich. Ja, aber es ist doch eigentlich so, dass wenn jemand auf die Library
Ja. Eigentlich, wenn es mehr gesehen wird, dann müsste das ziemlich am Anfang gewesen sein. Also ja. Also das ist ein guter Punkt. Nicht, dass ich das mache, ja, aber wenn ich sowas tun wollte, ja, dann schaue ich genau nach solchen Sachen. Wo kommt gerade neuer Code dazu? Wo werden neue Features gemacht? Die Diffs und die Changelogs habe ich publik, ja, das heißt, da kann ich reinschauen. Dann konzentriere ich mich auf diese Section und überlege mir, kann das irgendwelche Folgen haben? Und dann, wie du sagst, beobachtet man das. Schaut mal, ändert sich der Code, testet das wer. Ja? Und wenn nicht und ich finde was, ist es stabil. Ja? Aber klar, das wird auch so genauso gemacht. Ja? Überall da, wo sich was ändert, ist die Chance da, dass jemand Fehler einbaut. Ja, das Gemeine ist, also was ich weiß, die MTUs, die maximalen Paketgrößen, die können auf dem Netzwerksegment teilweise recht groß sein. Das Größte, was ich jetzt weiß, sind glaube ich 16 Kilobyte. Ja. Das heißt, wenn ich wirklich den Heartbeat für MTU-Test nehme, dann muss ich mal mindestens 16K haben. Ja. Ja, na, ich rede jetzt nicht von Paketfragmentierung oder von TCP, ich rede wirklich von einem Layer 2, wo da die Paketgrößen sind. Ja. Und die können da teilweise ziemlich groß sein. Und ich weiß nicht, was die Motivation war. Vielleicht hat man sich gedacht, ich meine, Programmierer runden ja immer so auf Zweierpotenzen auf. Ja. 16K, ja, nehmen wir 64. Ja. Vielleicht ist das so passiert, ich weiß es nicht. Was? Ja, wenn alle Swift verwenden würden, hätten wir das Problem nicht. Nein, also gibt es immer, ja. Weiß man irgendwas, wo Daten tatsächlich jetzt dann aufgetaucht sind, also wo tatsächlich Schäden aufgetreten sind, die irgendwie den Datenbank geführt werden und es gibt sicherlich Inzidenz? Mir ist keiner bekannt, ja. Aber es gibt doch selten den Fall, dass jemand sagt, ich habe ja ein Passwort gefunden, wer hat es verloren? Ja, ja schon, aber wenn jemand irgendwie Geld verliert, dann... Naja, ich meine, das wird halt untergehen. Ja. Das Problem ist, ob Ursache und Wirkung immer so gut zusammenbringt, ist die Frage. Ja. Also ich wüsste jetzt auswendig keinen Fall. Es kann schon sein, dass jemand gesagt hat, ja, das muss so geschehen. Aber sagen wir mal so, ich merke mir den Heartbleed-Bug auch deswegen, in Zukunft, wenn mich jemand fragt, ob ich das war, sage ich, das habe ich während dem Heartbleed gemacht, das weiß ich nicht. Ja. Also vielleicht wird das auch so verwendet, aber ich glaube, da wird man nichts rausfinden. Und die zweite Frage auf der Heartbleed-Seite, gibt es eine Liste von prominenten Webseiten und Statements von den dazugehörigen Firmen, ob sie davon betroffen waren oder nicht? Und da gibt es eigenartige Inkonsistenzen. Ja. Ja, nein, das ist durchaus glaubwürdig und ganz hart gesagt, ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Ja. Aber ich würde sagen, bitte ändern. Das Problem ist, wenn ich jetzt meinen Millionen von Usern sage, ändert doch einfach mal euer Passwort, sind die halt nicht sehr erfreut. Ja. Und bei einigen Firmen stimmt tatsächlich die Aussage, sie sind betroffen und sie sind nicht betroffen, weil sie einfach verschiedene Systeme im Einsatz haben. Und die werden wahrscheinlich geschaut haben, erstens schauen, aha, ja, stimmt, wir sind nicht betroffen. Und dann haben sie nochmal geschaut und festgestellt, ah ja, wir haben ja noch diese Load Balancer, diese Server, diese Proxies. Und da sind ja eigentlich, und das ist ja doch, ja. Und dann hat man gesagt, okay, dann sind wir doch betroffen. Ja. Weil gerade wenn man auch ein gemischtes, also zum Beispiel bei mir war es auch so, ich habe eine Mischung von verschiedenen Debian-Varianten, die neuen waren betroffen, die alten nicht. Also war ich auch betroffen und nicht betroffen. Ja. Hm, ja. Und da muss man halt entscheiden, okay, aber wer hat jetzt auf welches System zugegriffen? Und wenn ich Load Balancer Farms habe mit verschiedenen Versionen, habe ich keine Chance zu sagen, wer das jetzt ändern muss und wer nicht. Ja. Und das ist ja das Gemeine. Unsere Infrastruktur ist leider so komplex, dass selbst die Aussagen, verwenden Sie diese Software, mit vielleicht beantwortet werden muss, weil ich weiß ja auch nicht einmal, ja. Access Points, zum Beispiel WLAN Access Points, prominente Beispiele, DDWRT, OpenWRT, die haben alle ein Webinterface, die haben alle OpenSSL an Bord. Ja. Das ist Infrastruktur, wo leider kaum jemand reinschaut. Ich weiß, wie die Dinge aufgebaut werden. Das WLAN-Passwort ist ewig dasselbe. Es wird nie gepatcht, ja, System. Und so passieren halt Dinge. Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube den Firmen das mal und ich sage mal, jede Firma, die sagt, bitte ändert euer Passwort, hat den Bonus, ist in Ordnung, weil es ist zu komplex, das im Detail auseinander zu dividieren. Weitere Fragen? Noch bin ich da. Gut, ja, dann bleibe ich bei dem Fazit, was ich eben gesagt habe. Ja, das sollte man sich bitte mitnehmen. Und die, ja, die PDFs, die werde ich gerne zur Verfügung stellen. Wem schicke ich die? Wo werden die publiziert? Gut, schicke ich dir. Kann man dann runterladen, ja. Weil es, man sieht es leider nicht in den Slides. Es gibt, also schwarze Schrift ist in der Regel Text, es sei denn, sie ist ein Link, dann ist sie auch schwarz und man kann draufklicken. Ja. Das ist ein bisschen blöd, ja. Das muss sich noch ändern. Aber vielleicht mit der Maus ein bisschen mal suchen und man findet dann ein paar Sachen. Ja. Gut, danke.